Erstmal möchte ich Sie oder erstmal möchte ich euch alle ganz herzlich willkommen heißen. Man kann es der Folie schon entnehmen, es soll um digitale Erstsemesterbetreuung gehen und darum, wie das Ganze gut funktionieren kann. Ganz kurz was zu mir. Mein Name ist John. Ich studiere an der Universität Göttingen Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft. Ich bin dort im Fachschaftsrat der Fakultät Vivi aktiv. Dazu gleich ein bisschen was. Wir kommen uns da immer um die Erstsemesterbetreuung, hatten dementsprechend in diesem März, in diesem April einige Probleme, als dann durch Corona viele der aktuellen Pläne umgeworfen werden mussten. Und über die Erfahrungen möchte ich heute etwas berichten, möchte ein paar Denkanstöße geben und vielleicht auch ein paar Ideen, die man dann mitnehmen kann. Vielleicht noch kurz ein Hinweis zu dem Tool hier. Ich habe später einige Folien, bei der ich mir mit der Größe der Schriftart nicht so sicher bin. Ich weiß nicht, wie gut man das lesen kann. Ich würde dir empfehlen, die Präsentation in den Vollbildmodus zu stellen, sodass man mein Gesicht nur noch unten in der Ecke sieht. Es kann auch sein, dass das dass das schon einfach automatisch eingestellt ist, aber den Hinweis wollte ich kurz machen. Gut, und dann denke ich, starten wir mal gleich. Ich wollte noch kurz was zum Fachschaftsrat Vivi sagen, falls ihr nicht alle so informiert über Hochschulpolitik und welche Gremien es da so gibt. Im Grunde sind wir einfach die gewählte Studierendenvertretung an der Universität. Das gibt es natürlich für jede Fakultät dann nochmal einzeln. Also wir decken auch tatsächlich nur den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich ab. Wir sind eine recht große, eine sehr heterogene Gruppe auch. Im Jahr beschäftigen wir uns viel mit allerlei Gremienarbeit. Also wenn es um Themen wie Prüfungsordnungsänderung oder Akkreditierung geht. Wir haben aber eben auch einen sehr großen Drang, auch Veranstaltungen und andere Sachen auf die Beine zu stellen. Wir organisieren sonst zum Beispiel immer das Sommerfest auf dem Campus oder auch Weihnachtsvorlesungen. Man sieht hier auf den Bildern rechts oben einmal das Sommerfest und auf der rechten Seite dann noch die Weihnachtsvorlesungen. Ansonsten gerne mal so Infovorträge. Also all das haben wir so in unserem Repertoire. Und worum es heute dann natürlich vornehmlich gehen soll, ist die Erstsemesterbetreuung. Auch da habe ich hier auf der rechten Seite mal einige Fotos mitgebracht. Also oben links im kleinen Kreis ist zum Beispiel ein Infoabend. Rechts daneben im größeren, das sieht für mich aus wie eine Campusführung, die wir da gerade auf die Beine gestellt haben. Unten links müsste noch eines der Erstsemesterwochenenden sein. Also wir fahren mit unseren Studienanfängern auch immer gerne in eine der Jugendherbergen hier in der Nähe von Göttingen und machen dann da allerlei Spiele, allerlei Socializing und eben auch einige Infosachen, die fürs Studium ganz interessant sind. Und ich glaube, das Bild ganz unten rechts stammt auch davon. Ja, und heute soll es eben darum gehen, wie man das Ganze in die digitale Welt transformieren kann. Ich kann da aus eigener Sicht sagen, also für uns, wir hätten auch bis in den März hinein, bis in April, keinerlei Expertise. Also das ist alles so nach, try and error entstanden. Ich möchte heute vor allen Dingen zwei Bereiche vorstellen, die für mich halt wichtig sind, wenn es um so eine Erstsemesterbetreuung geht. Auf der einen Seite der Bereich der Kommunikation und der Plattform, also wie schafft man es, mit den Studienanfängern in Berührung zu treten. Da haben wir normalerweise natürlich immer den Fall, dass die neuen Erstsemester einfach da sind. Man hat sich vielleicht vorher schon mal mit einem Brief angeschrieben oder sie haben schon mal Post von der Universität bekommen. Sie wissen so ungefähr, was das Rahmenprogramm ist, wann sie in welcher Vorlesung sein müssen. All das hatten wir in diesem oder im vergangenen Sommersemester natürlich auch. Das Problem war, unsere Briefe, die so ungefähr Anfang März rausgehen, waren natürlich mit Beginn der Corona-Pandemie plötzlich nichts mehr wert. Das ganze Präsenzprogramm fand nicht mehr statt. Dementsprechend mussten wir uns andere Wege der Kommunikation ausdenken. Darauf komme ich dann gleich im ersten Teil der Präsentation zu sprechen. Und im zweiten möchte ich ein bisschen dann die Angebote vorstellen, die wir auf diesen Plattformen durchgeführt haben. Und da hoffe ich, dass man dann vor allen Dingen auch viel für die eigene Betreuung mitnehmen kann. Ich sehe links auch den Chat. Da können Sie gerne auch schon während der Session einige Fragen reinstellen. Ich hoffe, dass ich mal darauf achte. Wenn nicht, komme ich aber auf die am Ende zu sprechen. Da haben wir dann nochmal ganz kurz Zeit für Fragen, Anmerkungen und sonstige Gedanken.
Kommen wir jetzt aber erstmal zu der Frage der Plattform und Kommunikation. Ich hatte es ja angesprochen, sonst ist das natürlich kein Problem. Man hat die ersten Semester direkt auf dem Campus. Wir als Studievertretung haben ein eigenes Büro bei uns in der Universität. Sie können für allerlei Fragen vorbeikommen. Das war diesmal natürlich nicht der Fall. Die meisten Studierenden wohnten zu der Zeit noch nicht mal in Göttingen. Also sie sind dann durch Corona natürlich zu Hause geblieben. Dementsprechend ging es darum, wie man mit all den Menschen, die über die komplette Republik verteilt waren, gut Kontakt aufnehmen konnte. Und eines unserer ersten Ideen war da, ein Tandem-Programm auf die Beine zu stellen. Das ist vielleicht vielen Menschen schon ein Begriff, die es von ausländischen Studierenden kennen. Dort gibt es ja häufig so Buddy-Programs, wo man eben einen Studierenden zugeteilt bekommt, der ihn ein bisschen in das Studium hier in Deutschland einführt. Und wir haben das Ganze einfach für alle unsere Erstsemester dann ausgeweitet. Das bedeutete natürlich zum einen großen personellen Aufwand. Also wir mussten in unserer Fachschaft, in unserer Studievertretung selbst erstmal viele Freiwillige suchen, die sich auch zutrauen und eben sagen, dass sie so fit sind, was eben verschiedene Regelungen an der Universität angeht, was Infoveranstaltungen angeht. Und zum anderen ging es natürlich auch darum, dann das Programm unter den Erstsemestern bekannt zu machen, sodass wir auch viele Anmeldungen erhalten und es tatsächlich auch viele Interessierte gibt, die gerne einen Tandempartner oder eine Partnerin haben möchten. Und so kam es dann auch. Wir haben, das war dann schon Ende März, ich glaube so 25. März ungefähr, zusammen mit der Fakultät so ein Tandemprogramm online gestaltet. Also es war erstmal ein Formular, wo sich die Studienanfänger eintragen konnten, eben zusammen mit ihrem Studiengang, weil wir danach ein bisschen zugelost haben. Selbst in den Wirtschaftswissenschaften gibt es natürlich verschiedene Fachbereiche, BWL, VWL, wir haben Wirtschaftspädagogen, Wirtschaftsinformatiker. Dementsprechend war es dafür uns auch wichtig, dass man die Studiengänge gut zuordnen kann und dass der Tandempartner auch informativ die Fragen beantworten kann, die da so kommen. Und die Erstsemester konnten sich dann natürlich noch entscheiden, wie sie gerne mit uns in Kontakt treten möchten, also lieber per E-Mail oder lieber per WhatsApp. Ich kann aus Erfahrung sagen, es war tatsächlich in den meisten Fällen WhatsApp, das ist den Menschen etwas lieber. E-Mail ist dann doch etwas schwerfällig. Und das Programm kam sehr gut an, also wir hatten dann schlussendlich 150 Teilnehmende Erstsemester. Wir haben das Programm nur unter den Bachelor-Erstsemestern durchgeführt. Das waren bei uns im vergangenen Sommersemester ungefähr 200, also wir haben ungefähr 75% von allen Erstsemestern mit dem Programm erreicht, was ich denke für die Kurzfristigkeit, wie es auf die Beine gestellt werden musste, eine ganz gute Zahl war. Und über das Tandemprogramm hatten die neuen Studis dann eben sofort einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin an der Universität und man konnte die Fragen stellen, die man vielleicht normalerweise nicht unbedingt der Studienberatung stellen möchte. Manchmal denkt man ja doch, vielleicht ist das eine dumme Frage, aber so konnte man einfach mal alles loswerden, was einem so auf dem Herzen lag. Also das Tandemprogramm war so der erste Schritt, um schon mal mit den neuen Studis in Kontakt zu treten. Was dann als zweiter Schritt entstanden ist, war ein Discord-Server, sowohl für die Bachelor- als auch die Master-Erstsemester. Das war uns eben wichtig, um schon mal einen Ort zu haben, wo sich auch alle gemeinsam treffen können. Beim Tandem-Programm ist es natürlich schön, dass man schon mal einen eigenen Ansprechpartner hat, aber jetzt ging es ja auch darum, dass sich die Erstsemester untereinander kennenlernen, damit sich dann vielleicht auch im Semester Lerngruppen formen können oder Ähnliches. Unser Server hatte da eine bunte Mischung aus Text- und Sprachkanälen. Ich habe die unten mal alle aufgezählt. Gehen wir sie mal von links nach rechts durch. Zum einen natürlich so sehr generelle Foren, wo man auch nochmal Fragen loswerden konnte. Da gab es den Ask the Guides, sowohl Textkanal als auch den Sprachkanal. Der Sprachkanal war eben während der gesamten O-Phase oder während der O-Woche ein wenig unsere Sprechstunde. Also wir saßen da oder wir waren immer mit zwei Fachschaftlern, also zwei erfahrenen Studierenden dort eingeloggt und haben mehr oder weniger darauf gewartet, dass eben noch ein paar Studierende reinkommen, schnell ihre Frage loswerden können. Vielleicht, was ihnen noch so auf den Herzen liegt und dass sie dann auch schon wieder weitermachen können mit dem Vorkurs. Ansonsten hatten wir noch so diverse andere Kanäle. Das ist hier die Spalte Mitte links. Da gab es zum Beispiel den Introduction-Channel. Da habe ich gleich noch ein Bild zu. Da konnten sich die Erstsemester gegenseitig vorstellen. Das lief dann eben einfach wie in so einem Forum ab. Jeder schreibt mal einen kleinen Beitrag, 4 oder 5 Sätze über sich selbst. Wo kommt man her? Mit welchem Studiengang fängt man jetzt an?
macht man vielleicht eine Sportart und möchte hier in Göttingen fortsetzen, möchte man eine Band gründen. Also Dinge kamen da zusammen. Ansonsten noch verschiedene andere Kanäle. Im Sommersemester haben wir natürlich noch immer viele Auszubildende, also beziehungsweise Auszubildende, die gerade fertig geworden sind. Wir haben viele Leute, die eben auf Reisen waren, weil sie nach dem Abi eine kleine Pause gemacht haben. Wir hatten wieder eigene Kanäle für die diversen Hobbys und eben dann auch Kanäle für die verschiedenen Studiengänge, die ich ja eben auch schon aufgezählt hatte, wo man sich auch nochmal untereinander austauschen konnte. Manche Regelungen sind natürlich nur für spezielle Studiengänge relevant. Parallel dazu hatten wir auch eine StudIP-Veranstaltung. Ich glaube, StudIP muss ich kurz erklären. Das ist bei uns in Göttingen eben einfach die Lehrplattform, wo all die Kurse, die man im Semester belegt, eingetragen sind. Dort haben wir quasi dann einen eigenen Kurs angemeldet, der ungefähr hieß Vivi Bachelor Erstis, wo man sich auch eintragen konnte und wo auch diverse Dateien, also wichtige Formalia, abgeklärt werden konnten. Das war uns eben wichtig für die Menschen, die partout zum Beispiel nicht Discord nutzen wollten, aus Datenschutzbedenken oder aus welchen Bedenken auch immer. Dementsprechend war Discord eher so unsere optionale Möglichkeit, wenn man das Socializing mit den anderen Erstsemestern sucht und wenn man nur die Informationen haben möchte und keine wichtige Info verpassen möchte, konnte man sich eben auch über das Uniportal einloggen. Es gab anfangs auch Überlegungen, vielleicht eine andere Plattform zu nutzen. Da gibt es ja mittlerweile sehr viele. Bei uns war Discord einfach die erste Anlaufstelle, weil es sehr intuitiv war, weil es mittlerweile Sprach- und Videochat ermöglicht und das eben das Portal der Universität noch nicht konnte. Jetzt noch zwei kleine Fotos zum Discord-Server. Den Introduction-Channel habe ich ja gerade schon vorgestellt. Die Namen und Fotos habe ich hier mal zensiert, aber ich glaube, man kann es sich trotzdem ganz gut vorstellen. Also hier haben dann immer ein paar Fachschaftler angefangen, sich vorzustellen. Das war, glaube ich, generell wichtig während der ganzen Betreuungsphase, dass man ein wenig das Eis bricht. Und nach sind dann eben die auch Erstsemester auch eingestiegen und haben selber ein bisschen erzählt, wo sie herkommen, was sie machen möchten und ob sie vielleicht Lust haben, sich in Göttingen auch mit anderen zu treffen. Social Distancing und auch so ein bisschen die Isolation ist dann natürlich auch schnell zum Problem verkommen und so war das dann auch eine Möglichkeit, sich trotzdem jetzt in dieser fremden Stadt mit Menschen auszutauschen und neue Menschen kennenzulernen. Auf der rechten Seite sieht man noch ein paar Fotos aus dem Cook and Bake Channel. Auch da hatte ich nicht damit gerechnet, dass der überhaupt genutzt wird. Also wir sind eher so in das ganze Programm eingegangen. Bieten wir mal möglichst viel an und gucken, was dann auch wirklich genutzt wird. Und der wurde wirklich gut genutzt. Das sind auch ein bisschen, ich sag mal, die Fotos, die noch ganz schön aussahen. Ich glaube, das Schöne war, dass es nicht perfekt aussehen musste. Also es war kein Instagram, sondern es war einfach dieser kleine Discord-Channel. Da haben Menschen auch mal reingepostet, dass sie gerade bei McDonald's waren oder dass sie sich eine Suppe gemacht haben. Das war wirklich sehr niedrigschwellig. Aber es war eben schön zu sehen, was die anderen den ganzen Tag über machen. Und auch da konnte man sich natürlich sehr gut kennenlernen. So viel jetzt erstmal zu den ganzen Plattformen und der Kommunikationssache. Also wir hatten zunächst das Tandem-Programm, wo es vor allen Dingen darum ging, dass die Erstsemester mit uns in Kontakt treten und im zweiten Schritt dann den Discord-Server, wo es dann natürlich eher darum ging, dass man sich untereinander vernetzt. Jetzt möchte ich zum nächsten Teil übergehen und das ist eben, wie gesagt, das Programm, was wir während der zwei Wochen, also bei uns geht eben dieser Mathe-Vorkurs, das ist mehr oder weniger unsere U-Woche, über zwei Wochen so anbieten konnten. Und hier sieht man einmal das Programm, welches geplant war, welches also auch noch für Präsenz geplant war und welches, wie gesagt, auch schon an die diversen Erstsemester verschickt wurde. Also hierauf hatten wir uns eigentlich eingestellt. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich gehe es aber auch mal ganz kurz durch. Wir bieten sonst natürlich immer Stadt- und Campusführung an, also sowohl den Göttinger Campus, aber als auch die Innenstadt ein bisschen zu erkunden. Wir haben mehrere Kneipenabende über die beiden Wochen verteilt geplant gehabt. Wir haben darüber hinaus natürlich Infoabende, wieder für die Studiengänge. Wir haben einen Einsteigerabend. Mittlerweile haben wir auch Spieleabende, sowohl mit natürlich mit Brettspielen, ganz analog. Mittlerweile ist aber auch E-Sports ein bisschen Thema geworden bei den neuen Erstsemestern. Dementsprechend haben wir auch dafür mittlerweile einen eigenen Programmslot. Es sollte dann noch ein gemeinsames Grillen geben, eine Wanderung und so weiter. Und als wir gemerkt haben, dass es mit der Präsenz alles nicht so funktioniert, sind wir eigentlich mit den ganz stupiden Gedanken rangegangen, uns jede Veranstaltung, die wir eben geplant hatten, mal anzusehen und zu überlegen, in welcher Art und Weise man sie irgendwie digital retten könnte, wie man sie noch stattfinden lassen könnte.
Und das möchte ich jetzt im Folgenden ein bisschen durchgehen. Und wir fangen gleich mit dem ersten Programmpunkt schon an, welches eben die Stadtführung ist. Und das sieht man auf der nächsten Folie. Bei mir lädt es gerade etwas. Daher sehe ich auch mal kurz in den Chat. Genau, hier geht es auch schon noch ein bisschen um Discord. Dazu kann ich, wie gesagt, nicht ganz viel sagen. Im Nachhinein haben wir uns dazu auch ein paar Fragen, was Datenschutz angeht, erreicht. Es ging auch darum, ob man mit Discord ein Abkommen geschlossen hat. Das wurde auch im Nachhinein versucht. Das wird auch jetzt für die kommende U-Phase noch versucht. Damals gab es das noch nicht. Ich kenne auch die genaue Rechtslage nicht. Darum, da müsste man vermutlich eine andere Session besuchen. Bei uns war es damals als, wie gesagt, optionales Angebot ausgegliedert. Jetzt zur Stadt- und Campusführung. Diese haben wir komplett digital über eine interaktive Website durchgeführt. Wir haben immer 20 Stationen, also sowohl eben am Campus als auch in der Stadt uns rausgesucht. Und wir kannten natürlich unser normales Programm schon, also wir wussten genau, wo wir gerne hingehen möchten und was wir zu den einzelnen Stationen erzählen möchten. Daher haben wir dort dann kleine Videos gedreht, immer so 1 bis 2 Minuten zu jeder Station und das Ganze dann auf der Website hochgeladen. Ich kann auf der nächsten Folie mal zeigen, wie das ungefähr aussah. Also die Website ist auch jetzt noch erreichbar. Wir nutzen sie natürlich auch für die zukünftigen Generationen an Erstsemestern noch, sage ich mal. Der Link lässt sich hier unten links finden. Man kommt auch über die Seite des Fachschaftsrats WIWI Uni Göttingen dahin. Also wer einfach mal googeln möchte, findet das sehr schnell. Im Grunde haben wir uns eben eine Open Source Software rausgesucht, eine Open Maps Software, wo wir alle unsere Punkte eintragen konnten und haben zu jedem Punkt eben einfach per Klick Video hochgeladen. Wie die Videos aussehen, sieht man hier auf der rechten Seite einmal. Also hier vorne steht, also hier ganz oben steht jemand vor dem Aster-Gebäude. Bei dem Aster gibt es natürlich auch noch viele Services, die wir anbieten oder die der Aster den Studierenden anbieten. In der Mitte sieht man gerade den Botanischen Garten und unten rechts das Gänseliesel in Göttingen ist ja auch bekannt. Und die Website wurde über die U-Phase ganz gut aufgerufen. Man muss natürlich sagen, oder die normale Idee unserer Stadtführung ist eher wieder das Kennenlernen untereinander. Also es geht es nicht in erster Linie darum, dass alle Studierende wissen, wann der Botanische Garten gegründet wurde oder welche Kirchen es so in Göttingen gibt, sondern erst man sich untereinander kennenlernt. Ich glaube, es war aber dennoch ein gutes Angebot, dass man schon mal ein bisschen, eine Karte gesehen hat mit den wichtigsten Punkten. Ich meine, auf Google Maps kann jeder gehen, aber man erkennt als Erstsemester nicht sofort, was ist denn für mich wirklich relevant. Und so haben wir eben schon mal eine Vorauswahl getroffen, haben gesagt, hier ist die Zentralmensa, hier ist die Bibliothek, in die ihr immer hingeht. Und falls ihr zwischendurch mal spazieren gehen wollt, könnt ihr zum Rathaus gehen oder zum Botanischen Garten oder so. Also das war in erster Linie der Gedanke hinter der Führung. Damit haben wir den ersten Teil des Plans auch schon abgehakt. Und weil es mit der Zeit auch etwas enger wird, komme ich auch gleich zum nächsten. Das waren unsere Kneipenabende. Auch die sind natürlich sonst immer mehr oder weniger ein Herzstück der U-Woche. Es geht auch da natürlich darum, sich untereinander kennenzulernen. Wir haben sie diesmal wieder in Discord stattfinden lassen. Also wir hatten in Discord einen eigenen Channel, der sich Kneipenecke nannte. Dort haben wir die Erstsemester dann, ich glaube, insgesamt 3-mal über die U-Woche verteilt eingeladen. Meistens ging es so um 20 Uhr los. Wie das aussah, kann man sich im mittleren Bildschirm ungefähr einmal vorstellen. Das war, glaube ich, ein Masterkneipenabend, also da waren wir etwas weniger. Da waren gerade 44 hier im Channel. Und erstmal haben wir den Leuten eine kleine Einführung gegeben, wie das so generell funktioniert. Mittlerweile sind ja alle schon deutlich affiner mit den digitalen Möglichkeiten geworden. Damals ging es dann auch eher darum, zu erklären, wo kann man sich hier eigentlich stumm schalten, wo ändere ich meinen Namen, wo ändere ich mein Profilbild. Also all das muss man natürlich, also da muss man eine kleine Einführung geben. Danach ging es aber im Großen und Ganzen auch so weiter, wie es bei einem normalen Kneipenabend bei uns auch weitergehen würde. Wir haben die Erstsemester auf verschiedene Tische verteilt. Also die Tische waren in dem Sinne eigentlich nur verschiedene Sprachkanäle. Diese haben wir ja auf 6 Menschen begrenzt. Das schien uns eine ganz gute Anzahl zu sein. In jedem Channel war dann immer noch ein Fachschaftler,
hier an Tisch 3 sieht man mich gerade, wie ich da sitze. Und unsere Aufgabe war es dann eben, auch wieder ein bisschen das Eis zu brechen, aber vor allen Dingen so eine Vorstellung anzuregen. Also an den Tischen hat man sich dann erst immer im Ablauf verschieden vorgestellt. Danach so ein bisschen über die aktuellen Themen diskutiert. Man konnte natürlich Fragen loswerden. Später ist es dann auch eher so in Spiele übergegangen. Dazu habe ich später eine Folie. Also es gibt natürlich diverse Webspiele, die dann ausprobiert werden konnten. Ich habe meinen auch schon, in vielen Fällen war das Angebot auch tatsächlich größer, als es vielleicht in der Göttinger Kneipe gewesen wäre, was so Gesellschaftsspiele angeht. Und nach einer Stunde, an diesem Tisch haben wir immer bunt durchgewechselt. Da ging es dann eben darum, dass wenn man vielleicht nicht gerade die Menschen am Tisch erwischt hat, mit denen man sich gerne austauschen möchte, dass man am nächsten Tisch immer wieder neue Leute kennenlernt. Das findet sonst in der Kneipe natürlich auch statt. Das lassen wir jetzt digital dementsprechend einfach nur repliziert auch stattfinden. Der Grund für große Gruppen sonst während der Erstsemesterbetreuung ist natürlich auch, dass man möglichst viele verschiedene Menschen hat, sodass niemand aus der U-Phase rausgeht, ohne irgendwie einen neuen Freund, eine neue Freundin kennengelernt zu haben. Und da fand ich es ganz schön, dass wir das digital auch genauso nachstellen konnten. Damit wieder auf die, ich nenne sie mal die Hauptfolie zurück. Und so hatten wir auch die Kneipenabende abgehakt. Wie gesagt, ich glaube, wir haben sie ungefähr 3-mal stattfinden lassen. Das war auch so der normale Ablauf. Und als nächstes standen dann Infoabende auf der Tagesordnung. Dazu muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Damals war das alles noch sehr spannend. Infoabende digital und dann mit eigenen Präsentationen hochladen. Ich mache de facto gerade nichts anderes. Dementsprechend haben sich alle ein bisschen daran gewöhnt. Vorlesungen fanden später natürlich auch digital statt. Diese haben wir über BigBlueButton ausgeführt. Das war eben ein Tool, welches uns von der Uni empfohlen wurde, wo die Studierenden auch schon Zugangsdaten für hatten, sodass die Hürde, sich dafür anzumelden, eben so gering wie möglich gehalten wurde. Neben BigBlueButton gab es dann später auch noch Zoom-Konferenzen, also da ist man natürlich total offen, welche Plattform man wählen möchte. Zusätzlich so Workshops, die wir angeboten haben, zum Beispiel ein Workshop zur Studienfinanzierung oder zum Beschwerdemanagement, gibt es dann auch immer Stundenplanberatungen. Auch die finden bei uns sonst in den Computerräumen der Universität statt, weil man natürlich am Computer sich direkt in die Lernplattform einloggen kann, sich seinen Stundenplan zusammenbasteln kann. Das hat aber digital natürlich genauso gut funktioniert. Die Studierenden hatten zu Hause ihren Rechner. Bei Problemen waren wir immer im Zoom-Call dabei. Man konnte auch den Bildschirm teilen. Also auch da konnte man wirklich aus den Vollen schöpfen, was einen die digitalen Möglichkeiten so gegeben haben. Ein Punkt, welchen wir dann auch noch digitalisieren konnten, war unser Professorenfrühstück. Auch das ist sonst ein sehr beliebter Tagesordnungspunkt in der Tagesordnung, wo sich die Professoren eben eine Stunde Zeit nehmen, sich mit den Studierenden in einen Seminarraum setzen und so alle Fragen beantworten, die die Studierenden eher so haben. Also es gleitet meistens so ein Ask Me Anything aus. Es beginnt meistens mit Fragen über die Module, die der Professor anbietet, dann vielleicht über das eigene Studium und am Ende landet man häufig bei, welche Kneipe in Göttingen können Sie empfehlen? Diesmal hatten wir sogar die Frage dabei, ob der Professor einen TikTok-Channel hat. Also man hat sich auch mit den Fragen diesmal nicht gescheut. Es hat sehr gut funktioniert. Wir haben es über BigBlueButton ausgeführt. Man kann es aber auch natürlich über Zoom ausführen oder ähnliche Software. Wir hatten, ich glaube, 12 oder 13 Profs im Gespräch, haben natürlich verschiedene Timeslots angeboten, wieder auf 60 Minuten begrenzt. Und einen kleinen Ausschnitt sieht man hier oben rechts. Also auf der linken Seite befindet sich mal ein Fachschaftler, der das Ganze etwas moderiert hat, der die Fragen aus dem Chat vorgelesen hat. Und auf der rechten Seite dann unsere Professoren. Die wurden später dann auch selbst sehr aktiv, haben ein eigenes Vorstellungsvideo gedreht. Auch hier habe ich es mal verlinkt, findet man auf der Facebook-Seite von unserem Fachschaftsrat. Auch das ist sehr amüsant geworden, weil es eben diese sehr vielfältigen Ansätze gab. Der eine ist nach draußen aufs Göttinger Land gefahren. Der andere hat sich vor einen Greenscreen gestellt und hat sich gewundert, warum die Uni zu ist. Der dritte hat sich aufs Fahrrad geschwungen. Also auch das war ein sehr schönes Angebot. Und ich glaube, auch das kam sehr gut an, dass man die Profs, die man in Zukunft nur noch digital sieht, zumindest schon mal so ein bisschen persönlich kennenlernen konnte. So, und jetzt komme ich auch schon zum letzten U-Phasenpunkt, den wir noch umsetzen konnten, nämlich unsere Spieleabende. Das habe ich gerade hier schon ein bisschen angeteasert. Also wir haben verschiedene Webspiele ausprobiert,
Das Ganze lief auch so ein bisschen, ja, das Ganze war eine große Erkundung eigentlich, weil niemand so genau wusste, was gibt es alles, was funktioniert gut, worauf haben die Leute Lust. Ich kann vor allen Dingen so die hier oben empfehlen. Also Scribble.io ist eine Art von Montagsmaler. Das sieht man auch hier oben im Bildschirm, wo die Leute mal abwechselnd verschiedene Begriffe malen müssen. Es gab natürlich auch die ganz klassischen Spiele Stadt, Land, Fluss. Wir haben Codenames gespielt, Cards Against Humanity. Auch so Varianten von GeoGuessr haben sehr gut funktioniert, dass man einfach mal ja, das Spiel streamt und die anderen dürfen mitraten, auf welchem Fleck der Erde man sich gerade befindet. Später wurden die Erstsemester sogar deutlich kreativer als wir. Also es gab dann auch so eigene Ansätze, dass jemand versucht hat, einen Karaoke-Abend auf die Beine zu stellen. Netflix-Partys wurden ausprobiert, all sowas. Ja, und wir hatten dann noch ein eigenes Pub-Quiz. Auch das fand bei uns wieder im Discord-Channel statt. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wir haben uns verschiedene Fragen ausgedacht. Wir haben die Leute wieder auf die verschiedenen Tische verteilt. Und die Guides haben immer die Antworten eingesammelt, sodass wir am Ende auswerten konnten, welche Gruppe gewonnen hat. Das hat sehr gut funktioniert. Im Nachhinein würde ich aber, um, naja, ich sag mal, böses Blut zu vermeiden, versuchen, Fragen zu wählen, die sich so schnell googeln lassen. Wir hatten natürlich unsere klassischen Fragen dabei, wie was ist das Gründungsjahr der Universität oder wer waren die Göttinger Sieben? Die lassen sich natürlich so am Computer sehr schnell herausfinden. Und da haben leider nicht alle so ehrlich gespielt. Aber ansonsten hat es, glaube ich, großen Spaß gemacht. Ja, und jetzt lädt es wieder ein wenig. Ich kann aber sagen, das war im Grunde unser ganzes Programm. Also wir haben deutlich mehr digitalisiert bekommen, als wir es ursprünglich erwartet hatten. Ich war selbst überrascht, dass unsere beiden Wochen dann doch mit so viel Programm noch gespickt waren. Da hatten wir anfangs echt nicht mit gerechnet. Ich gebe jetzt noch einen ganz kurzen Ausblick, wie wir es in diesem Semester gemacht haben. Also das ist unser aktueller Plan. Wir sind auch tatsächlich schon wieder direkt in der Erstsemesterbetreuung. Wir sind ja heute am Mittwoch. Also es findet heute noch eine Campusführung statt. Und auch ein Infoabend. Aktuell gehen wir so eine Hybrid-Variante. Es gibt sowohl wieder einige Präsenzveranstaltungen, die wir eben ausprobieren möchten. Natürlich alles in enger Abstimmung mit der Universität, mit dem Gesundheitsamt und mit der Stadt. Wir haben einige Veranstaltungen komplett digital belassen. Also zum Beispiel unsere Kneipenabende. Da meinten wir einfach, die haben so gut funktioniert. Wir hatten einen großen Rücklauf. Da macht es keinen Sinn, dass wir uns in Göttingen 20 Kneipen raussuchen und in jeder Kneipe mit 10 Menschen reingehen. Da macht es viel mehr Sinn, wenn wir eben wieder diesen einen großen Server haben, sich dort alle Leute treffen, wir durchmischen können, wie wir lustig sind, ohne dass wir irgendwie Infektionsgefahr heraufbeschwören. Und was neu ist, ist, dass es diesmal eben auch einige Hybridveranstaltungen gibt. Die probieren wir auch mal aus. Also sowohl Infoabende für die Menschen, die schon in Göttingen sind, die vielleicht in die Universität reinkommen möchten, aber auch für die Personen, die sich noch komplett durch Deutschland verstreut befinden und das Ganze lieber digital wahrnehmen. Also wir sind dieses Mal sehr unterschiedlich aufgestellt. Das ist auch tatsächlich die Variante mit der meisten Präsenz. Wir waren natürlich auch auf, ich sag mal, noch schlimmere Corona-Zahlen eingestellt. Dann wären wir weitgehend wieder ins Digitale ausgewichen. Aber ich denke, dass jetzt ist gerade eine sehr schöne Variante, sodass wir uns das Beste von der digitalen Welt eigentlich nehmen und es dann gleichzeitig mit den Formaten verknüpfen, die wir auch im Präsenz schon sehr gern gemacht haben. Also ein Outdoor-Sporttag, eine Wanderung, die lassen sich genauso gut mit vielen kleinen Gruppen realisieren. Und draußen ist das natürlich Corona-bedingt auch nochmal ein kleines bisschen besser. So, das ist auch schon der Großteil meiner Session gewesen. Ich habe jetzt deutlich länger gesprochen, als ich das anfangs geplant hatte. Dementsprechend habe ich nur noch ganz kurz Zeit für Fragen. Ich sehe mal in den Chat hinein. Genau, es gab eine Frage, wenn ich mich kurz einschalten darf. Hallo, Christoph Gerne. König vom Hochschul. Noch Angebote, die besonders für internationale Erstsemesterstudierende geeignet sind? Also zum Beispiel digitale Stadtführung auf Englisch oder ein digitales Buddy-Programm? Das Buddy-Programm gab es auch. Da sind aber einfach nicht wir der Ausrichter, sondern das International Office in Göttingen. Ich glaube, das lief auch normal so weiter. Die englische Stadtführung gab es leider noch nicht. Also die Anmerkung haben wir im Nachhinein auch sehr, sehr schnell bekommen. Die soll es eben in diesem Semester geben.
Man muss auch sagen, also wir sind mittlerweile von den Videos, oder es gibt die Website noch, wo man sich all die Videos ansehen konnte. Die Universität fand sie aber selber auch sehr gut und hat sie sich jetzt auf ihre, hat uns nach Erlaubnis gefragt und hat sie jetzt auf ihren YouTube-Channel gestellt und dort wurden sie auch schon mit Untertiteln belegt und das sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Aber natürlich versuchen wir das Angebot da auch immer weiter auszubauen. Gut, ansonsten hat sich im Chat auch sehr schön ein, zwei kleinere Nebendiskussionen entsponnen um Rocket Chat und Discord, die wir hier aber, glaube ich, nicht... eine Frage noch. Arbeitet ihr alle ehrenamtlich? Ja, das tun wir. Also niemand bekommt dafür Geld. Die Fachschaft ist sehr offen gestaltet, also da darf auch jeder Mitglied werden. Wir werden zwar im Januar dann alle gewählt, also die verschiedenen Hochschulgruppen stehen da zur Wahl, aber wir sind eine auch sehr unpolitische Hochschulgruppe, also wir versuchen möglichst viele Studierende bei uns irgendwie unter einen Schirm zu bekommen. Und wir machen das tatsächlich einfach nur, weil wir Spaß an der Sache haben. Und ich hoffe, man hat es mir jetzt auch ein bisschen angemerkt, mir macht das selbst auch Spaß, dann Stadtführungen zu geben oder auch mal neue Sachen in Discord auszuprobieren, wie eben so einen digitalen Kneipenabend. Wir spielen selbst bei den Quizzen auch gern mit und machen das tatsächlich einfach nur, weil wir noch ein bisschen Ergänzung zum Studium suchen. Musste die Hochschule in irgendeiner Form Kosten für die Angebote aufbringen? Nee, also das muss man auch sagen. Unsere normale U-Phase kostet durchaus einiges mit den ganzen Planungen. Unser Erstsemesterwochenende. Die digitale U-Phase hat jetzt so gut wie gar nichts gekostet. Also wir haben bei Discord die kostenlose Variante zum Beispiel genommen. Da gab es keinen Grund, auf kommerzielle Angebote auszuweichen. Und alles andere wurde eben auch ehrenamtlich erstellt. Also zum Beispiel auch die Stadtführung, da konnten wir uns das Equipment, wie eben die Mikrofone oder die Kameras ausleihen. Das war die günstigste O-Phasenbetreuung, die wir so durchgeführt haben. Cool. Wir sind über der Zeit. Ich stelle dir noch eine letzte Frage aus dem Chat. Inwiefern habt ihr mit Profs zusammengearbeitet, beziehungsweise das Thema fachliche Integration mit an Bord gehabt? Wir stehen immer sehr in Kontakt mit der Fakultät, die eben uns auch viele Infofolien zur Verfügung stellt. Also, oder wir lassen uns doch vorher immer etwas schulen, was eben so die neuesten Prüfungsordnungsänderungen angeht. Mit den Profs hatten wir aber auch sehr viel Kontakt, weil auch die waren eben sehr erpicht daran, sich den neuen Erstsemestern vorzustellen. Und so kam es eben zu dieser Initiative wie dem Professorenfrühstück. Das hatten wir schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Und da kam das Engagement von Ihnen, die gesagt haben, wie wäre es denn, wenn ihr uns da noch mit eingliedert? Und auch das Vorstellungsvideo ist tatsächlich nicht auf unseren Mist gewachsen, sondern das war eine Idee der Professorenschaft.